Hallo und willkommen zurück zu The Beginner's Guide. Keine Ahnung, was ich behindert immer mit meinen Händen mache. Nie behindert. Egal. Zuletzt stehen geblieben sind wir bei Kapitel 10 des mysteriösen Spieles, das Haus. Hallo, Jabba, hör's mal auf, mir reinzusprechen, also echt, ey. So, wir starten. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Gute Frage, gell? Oh, das ist cool. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Also, wir gehen erstmal hier rein. Oh, das ist aber. Das ist echt cool gemacht hier. So, Schatz, so ein Haus will ich. Das musst du mir dann bauen, ne? Weißt du Bescheid? Kommt. Oh, begehbarer Kleiderschrank. Oh, Bart. Hat das Kleiderschrank. Das ist ziemlich amerikanisch. Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre ein Elends Arbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken an so einem schönen Ort, bleibe ich gerne. Hallo, danke. Previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took 2 months to create as a result. Wow, was geschlagene 2 Monate, unglaublich. Müssen wir das Ganze auch zum Mann geben? Ich mach 2. So, von allen wird das Haus nicht sauber. Ich mach das hier fertig. Und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch abräumen, ja? Mal sehen. Das ist auf Englisch, das ist toll. So. Gleich viel schöner, so muss der Tisch aussehen. Gehst du jetzt mit ins Schlafzimmer und machst das Bett? Natürlich, Baby! Oh, Typ, keine Ahnung, Transe. Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade, während du da drin bist? All die Kleinigkeiten zählen. Ja, okay, komm. Straighten the rug. Putzt du gerne? Wie kannst du zu dieser Arbeit so unordentlich? Habe ich das Haus so lange. Und das ist ja irgendwas Wichtiges. Sofa. Könntest du bitte die Sofa kissen? Hallo? Ich mache jetzt komischerweise alles allein und der steht nur rum. Was soll denn das? Hey, der putzt da. Wo denn? Der steht rum und guckt doof in die Gegend rum. Ach, Jesus, bist du faul. Ist klar, du hast nur auf mich gewartet. Hab ich recht? Gib's zu. Ganz ja, persönlichen eins. Käse verraten. Ist das in Ordnung? Ein Käse? Eins. Ja, ist ja gut. Ja, komm! Noch was? Du Käse! Muss nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen, ja? Schön, hier, bitte. Alter, dieses Spiel macht mich aggressiv. Weißt du, ich. Nee, weißt du, was das Schlimme ist? Ich putze ja zu Hause selber schon, weißt du? Dann will ich mich entspannen und will ein Spiel spielen und soll dann da auch noch putzen. Es ist deine Bestimmung. Willst du Stress haben, Alter? Hand da weg, sonst hack ich sie dir ab. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing.
It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was, like, grossly happy, all the time, just walked around with a constant smile on his face. Sagt man nicht zu jedem, den man gerade erst kennengelernt hat. Das ist ziemlicher Käse. Ist was Wahres dran, also nicht. Nein! Nein! Ich hasse dich, ich will die Scheidung. Hast du nett? I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Irgendwie scheint Coda nicht sehr ein sehr glücklicher Mensch gewesen zu sein, oder? But of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Was möchtest du uns sagen? Ich verstehe es immer noch. Coda, Coda, ah Gott, ey. Was ist das Geheimnis von Coda? Eine Laterne. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Hmm. Alles, was this one gets a bit goofy. Nein. 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 Sag ich doch nein. Um Gottes Willen, nein. Wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz? Egoistisch, undankbar. Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Um die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir das mit möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. About halfway through the game, perfekt zu sein geht ganz ohne Aufwand. Das ist der Schlüssel. Wie schaffe ich es ganz ohne Mühe? Auf dem Weg. And you play as the teacher. And suddenly you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich einen Senioren gesagt, endlich mal, dass es gut ist. Kinder sollten nicht sein. Ich kann ja nur eins. Das ist nicht die richtige Schnee, die ich habe, aber du lässt mich trotzdem. Nein, das stimmt nicht. Hallo?
ich kann ja, ne? Ah! Nee, kann ich nicht. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keinen Weg. Tu, was am einfachsten ist, fühle, was warst. Nichts, niemand. Hä? I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Hmm. Okay. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Bühn. Okay. Bühn. Ich versteh's halt immer noch nicht. Boah! Mann! du bist mit Kollegen zusammen. Am Anfang lehnst du einfach an dieser Wand. Gut, bleib genau so. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen. Er darfst du tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Wo ist die Toilette? Was machst du denn? Du lenkst ab, du sagst nicht, was du auf dem Herzen hast. Hör auf, herumzutänzen und beginne ein Gespräch mit dieser Person. Nochmal von vorn. Ja, hallo. Oh. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Nein, 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 das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du ein besseres Gefühl für die Situation. Um uns herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns herum. Sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Du hast bestimmt gelernt, mit Schmerzen umzugehen. Welche Opfer musstest du bringen? Komm, eins. Was? Geigst es wieder total? Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was ausprobieren. Probieren. Ich geh ein Stück zurück von der Bühne, okay? Oh. Hallo. Okay. Strange. Okay, ja, so passt es. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with his person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game.
Mobius Flug. Um dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicke, um das Spiel zu beginnen. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Okay, es gibt Die sind alle blind, die müssen ja irgendwie wieder sehen. Was kriegen wir dagegen? Hä? Und nochmal. Sag mal, was ist hier los? Hab ich doch schon ganz am Anfang. Lässt sich nur anhalten, indem man die Wahrheit spricht. Ich stecke voller Kreativität, ich kann nicht mehr. Meine Arbeit macht immer Spaß. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Zwei. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new.